Hallo, hallo zusammen. Wunderbar, euch alle hier zu sehen wieder. Wir haben uns riesig gefreut auf euch. Es hat gewindet, getobt im Vorfeld. Aber das sind sich ja, wie soll ich mal sagen, Rennfahrer gewohnt, dass ein bisschen Wind pfeift um die Ohren. Ja. Also herzlich willkommen, dass ihr da seid, ist ein großes Vorrecht. Ohne euch würde das Ganze überhaupt keinen Spaß machen. Aber wie wir schon gehört haben, dadurch, dass ihr hier seid, geht das nachher auch weiter. Was die Leute hier sehen, geht weiter. Die ACK wird mittlerweile von Millionen begleitet, sind interessiert, was heute läuft, wissen genauso wenig wie ihr. Keiner weiß es, aber wir wissen es. Und ich glaube, wir haben heute ein tolles Menü zusammengestellt. Ein Menü, das sich sehr lässt, glaube ich. Aber ich möchte dennoch, ich will das wieder wiederholen, es ist nicht so, wie es in den Medien immer wieder behauptet wird. Natürlich sind wir bestrebt, Wahrheit, so viel Wahrheit wie möglich reinzukriegen. Aber ihr müsst wissen, dass wir, die meisten Referenten und wir kennen uns auch nicht. Ich habe die Referenten 4 von 5 heute zum ersten Mal gesehen. Wir haben nie zusammen gesprochen. Das ist alles im Vorfeld abgelaufen. Die kommen auf Empfehlung hin von wieder anderen Referenten. Heute gleich bei der ersten Begegnung, bevor wir noch als Referenten zusammen gesprochen haben, wurde schon wieder ein nächster Referent empfohlen von einem der Referenten hier. Also woher kann ich wissen, ob da nicht einer mal dabei ist, der vielleicht, trotzdem ich seinen Vortrag im Vorfeld geprüft habe, seine DVD oder CD, ob er dann nicht plötzlich hier was rauslässt, was gar nicht in unserem Sinn ist. Darum möchte ich sagen, was die Medien berichten über uns, ist mal grundsätzlich nicht der Wahrheit entsprechend. Ich sage nicht, dass ihr heute alles Wahrheiten hört hier. Wir hoffen das. Wir sind hier, um möglichst an die Wahrheit ranzukommen. Aber wenn jemand einen Quatsch erzählt, müsst ihr wissen, dafür kann keiner bürgen. Ich könnte gerade jetzt einen riesen Quatsch hier vorne erzählen, was euch nachher alle in Verlegenheit bringt. Und darum ist das eine geschlossene Veranstaltung. Also das müsst ihr wissen, das sind die Spielregeln. Das haben wir auch den Medienschaffenden gesagt. Sie dürfen hier sein. Jeder Medienschaffende darf hier sein. Aber wenn er hier ist, muss er einen Zettel unterschreiben. Das gehört hier zur Hausordnung einer geschlossenen Gesellschaft. Er muss wissen, dass er nicht schreibt über den heutigen Tag, was nicht vorher bei uns auf den Tisch gelegt wird, von uns geprüft und für gut befunden wird, weil es ist eine interne Hausordnung. Ihr verbreitet hier keine Lügen. Ihr werdet das schreiben, was der Realität entsprochen hat. Und wenn es nicht über unseren Tisch gegangen ist, erachten wir das als Hausfriedensbruch. Habt ihr das gut verstanden? Gut. Und grundsätzlich halten wir es so, bevor wir diesen heutigen Tag, der live mitgeschnitten wird, bevor wir den ins Netz stellen, ist es so, dass wir das Ganze nochmal durchgehen. Da sind viele Augen, die das nochmal durchgehen, viele Ohren, die nochmal genau hinhören. Da ist auch unser Rechtsdienst, der interne von AZK, ein Rechtsdienst, der da nochmal drüber geht. Und wenn der sagt, wenn alle miteinander sagen, jetzt ist okay, so können wir es freischalten, da ist nichts Widerrechtliches drin, auch die Referenten, es ist ein gegenseitiges, gemeinsames Okay. Erst wenn das da ist, wird das ins Netz gestellt. Wenn sich irgendjemand, vielleicht im Eifer des Gefechts, verschwatzt und etwas sagt, was man nicht sagen dürfte, man nennt es auch politisch unkorrekt ist oder was weiß ich, oder irgendwas, was schräg rüberkommt. Alles, was ihr heute hört, ist unter Verschluss, das sind die Spielregeln. Wir schneiden das raus, wenn ein Fehler passiert, und veröffentlichen das so, wie dann alle dahinter stehen. Wer es vorher veröffentlicht, macht sich strafbar, möchte ich einfach hier sagen. Wir werden das Recht hier einfordern, weil das hier klipp und klar erklärt wurde. Das sind unsere Spielregeln. Viele halten sich nicht gerne an diese Spielregeln, allem voran die Medien. Und darum muss hier mal gesagt werden, wie es läuft, damit nachher nicht einer kommt und sagt, wir wussten das nicht. Also ihr seid hier, ihr habt das alles jetzt gehört. Und so nach diesen Regeln wollen wir uns halten. Warum sind wir hier? AZK, Anti-Zensur-Koalition. Es geht um die Zensur. Es sind mächtige Zensurkräfte am Werk. Zuletzt in diesen Tagen, schon 2 Wochen vor dieser Konferenz, wieder einmal die Medien. Beginnt irgendwo an einer Ecke,
hier in der Südostschweiz, glaube ich, hieß die Zeitung hier, die beginnt mal und dann macht es zack, 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 zack und dann geht das durch die ganze Schweiz und dann ist es dann in Genf unten und dann kommt das Fernsehen und dann Radio. So läuft das in der Regel ab. Der Inhalt, total verdreht, so verdreht, dass man sagen muss, unter dem Strich, eine große Anstrengung von den Massenmedien, vom Mainstream her, eine große Anstrengung, Menschen davon abzuhalten, hinzuhören, was heute gesagt wird. Seht ihr, das ist Zensur. Wenn sie es nicht vereiteln können, die Idee war natürlich, uns irgendwie aus dem Saal hier zu kriegen oder was weiß ich was. Die Idee war einfach möglichst abschneiden. Aber, wie wir schon in der Einführung gehört haben, wir dürfen dankbar sein dafür, dass hier noch gerechte Behörden sind. Die haben das Ganze begutachtet. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Die haben gesagt, vor dem Fernsehen, im Schweizer Fernsehen, hat der Hauptverantwortliche dieser Halle gesagt, wenn nur alle so wären wie die AZK hier, dann wären wir glücklich, oder? Dann wären wir froh. Wir haben Dutzende von Referenten schon gehabt an der AZK, heute wieder 5 neue Referenten, die der Reihe nach dann vorgestellt werden. Dutzende Referenten, aber ein Schicksal, eine gemeinsame Problematik, das ist die Zensur. Egal aus welcher Ecke die kommen, immer wenn Menschen Dinge reden, die nicht vom Mainstream abgesegnet sind, von der politischen Korrektheit abgesegnet sind, dann gibt es ein Tohuwabohu, ganz gleich, ob der nun über Atomkraft spricht oder über wissenschaftliche Erkenntnisse, über neue Erfindungen oder Medizin. Nimm, was du willst, es geschieht immer dasselbe. Zensur ist ein gewaltiger Akt hier, der immer strenger werden will. Wohin Zensur führt, können wir aus einem jüngsten Bericht von Udo Ulf Kotte, der Publizist, können wir von ihm entnehmen. Ich möchte euch mit etwas konfrontieren, was er gerade diese Tage schreibt oder veröffentlicht wurde von ihm, weil mit dem haben wir es zu tun. Ich möchte diese AZK darum immer wieder einführen, damit wir wissen, warum wir hier sind. Nicht einfach Vorträge hören, wir müssen auch wissen, wohin die Vorträge uns führen sollen. Die Vorträge müssen Effekt haben, sie müssen uns gestalten, sie müssen uns dahin bringen, dass wir nachher miteinander irgendetwas Neues beginnen, etwas verändern. Nicht nur immer hören, sondern irgendwann muss es zur Tat kommen. Und diese Tat muss dem widersprechen, was sich durch die Zensur entwickelt. Lasst uns mal kurz auf den Mann hören, auf den Udo Ulf Kotte, was er Neues zu berichten hat. Er ist wirklich ein Spezialist in diesen Dingen, wie er sie immer wieder aufdeckt. Er spricht von der EU. Er sagt, ich zitiere ein bisschen, die EU kündigt derzeit für jeden offen einsehbar an, die Grundfreiheit der Bürger künftig einschränken zu wollen. Freie Meinungsäußerung wird es nicht mehr geben. Das sagt er mal so einfach, so ein bisschen als Ouvertüre von dem, was er da gerade sagt. Er sagt, merkwürdigerweise regt sich kein Widerstand dagegen. Merkwürdigerweise, ich würde sagen bezeichnenderweise. Da kündigt die EU in einem speziellen Papier an, was sie vorhat, und das ist haarsträubend. Kein Mensch regt sich. Aber hören wir mal genau, was sie ankündigen. Er kommt noch zu sprechen auf die Tatsache, dass niemand Widerstand leistet. Merkwürdigerweise erwähnt er den Diktator, den Tito, der schon damals wusste, wie man eine multikulturelle Gesellschaft, ein Vielvölkerstaat, wie man den durch Gewalt und Druck zusammenhält. Er beschreibt, was geschehen ist, was wir alle eigentlich gar nicht so recht mitbekommen haben. Er sagt zur Zeit Titus, also da reden wir jetzt vor 25 Jahren noch, war das in Jugoslawien, war es so, wer sich politisch nicht korrekt äußerte, nicht korrekt verhielt, der kam in ein Konzentrationslager. Habt ihr das gewusst? Was wird da die ganze Zeit von den Konzentrationslagern geschrien? Warum hört man eigentlich davon nichts? Das ist ja ein viel jüngeres Beispiel. Also noch vor 25 Jahren in Jugoslawien kamen alle politisch Unkorrekten in ein Konzentrationslager. Das war auf einer Adria-Insel, also Goli Otok, das heißt die nackte Insel übersetzt. Und dort wurden sie brutal gequält.
Da gibt es Berichte, da gehen wir heute nicht drauf ein. Ich möchte nur sagen, durch diese Geschichte in Jugoslawien glaubte man, als das zu Ende war, dass die Epoche der Konzentrationslager, der totalen Zensur endgültig vorbei sei. Aber dann sagt er, das ist totaler Irrtum, völlig weit gefehlt. Brüssel sagt, er sucht derzeit nach einem Ort, an dem EU-Gegner zentral umerzogen werden können. Wollt ihr das? Wow. Er schreibt, die entsprechenden Pläne wurden jetzt im Internet veröffentlicht. Erstaunlicherweise regt sich kein Widerstand. Ich sage wieder, nicht erstaunlicherweise, bezeichnenderweise ist immer so. Warum? Wir werden von den Medien sowas von eingelullt, werden sowas von wissenschaftlichen Errungenheiten so auf Trab gehalten. Schau mal die ewige Dauerfummelei, der Ausdruck gefällt mir, kürzlich ein Mann geprägt, den ich schon seit Jahren kenne, ja, der sagt, Handy-Dauerfummler, oder? Schau mal im Zug, wo du bist, im Flugzeug, nimm was du willst. Immer die Dauerfummelei, sie sind immer abgelenkt, ja? Immer gutes Essen, immer das Nötigste, was du brauchst zum Leben, einfach damit du, wenn dann sowas sich anbahnt, dass du einfach die Schnauze hältst, oder? Dass du zu denen gehörst, die bezeichnenderweise nichts tun. Er sagt seltsamerweise, ich sage es typischerweise, weil wir werden stillgehalten, man gibt uns die Dinge, die uns mundtot machen, ja? Aber eben er sagt, auch wenn sich kein Widerstand zeigt, der EU-Ausschuss für Toleranz, den haben sie jetzt so genannt, er hat ein Toleranzpapier entworfen. Und seht ihr ein Toleranzpapier, was verlangt das? Er sagt, darin verbirgt sich die Forderung, dass das Europaparlament konkrete Maßnahmen ergreift, um Rassismus, Vorurteile nach Hautfarbe, ethnische Diskriminierung, religiöse Toleranz, totalitäre Ideologien, Xenophobie, also Fremdenangst, Antisemitismus natürlich, gehört immer ins Menü, oder? Homophobie und Antifeminismus zu eliminieren. Seid ihr da mitgekommen? Das sind jetzt nur paar Titel von dem, was sie sagen. Wir brauchen externe, ja, ich sag's jetzt mal, das ist ein anderes Wort für Konzentrationslager, um all diejenigen, die jetzt zum Beispiel eine gewisse Angst vor Überfremdung haben und da nicht mitgehen können, Xenophobie, Xeno der Fremde, Phobie, Angst, oder? Der Fremdenangst hat, um die gleich mal dort umzuerziehen in einem Lager. Ja? Das schreiben die so. Warum? Das Ziel ist eine totale Zwangstoleranz. Das nennen sie ganz offen. Zwangstoleranz nennt sich das Ding, oder? Und wenn ich natürlich hier lese, die EU ist besorgt, dass religiöse Intoleranz oder totalitäre Ideologien, also ich nehme jetzt mal die religiöse Intoleranz, dass die abgeschafft wird, dass das einfach unter Strafe gesetzt wird, dann kann ich sagen, oh, das kennen wir. Das kennen wir. Das steht schon lange im Gesetz, oder? Aber in der Praxis läuft das ganz anders. Wisst ihr das? In der Theorie, Gesetze gibt es zuhauf. Du darfst ja in deinem Betrieb noch nicht mal deinen Nachbarn schräg angucken, schon hast du eine Strafanzeige und du bist schuldig. Aber mit den Religiösen, bitte, da kannst du machen, was du willst. Du kannst sie in allen Medien zerschneiden, du kannst sie zerfetzen. Da kümmert sich kein Mensch drum, kein Hahn schreit danach. Wenn du Anzeige erstattest, heißt es, ja, das ist alles im grünen Bereich, da machen wir nichts, oder? Und seht ihr, im Klartext zeigt er hier auf, er sagt, dass alles unter harte Strafen gestellt wird, was irgendeinen anderen nur ansatzweise diskriminiert. Und seht ihr, das ist der große Irrtum. Wenn die Leute das lesen, denken sie, ja, ist ja super, oder? Kann ich meine Meinung sagen? Also im Klartext würde das heißen, jetzt auf Schweizer Verhältnisse bezogen, könnte jetzt eine SVP, das ist die größte bürgerliche Partei, könnte sagen, ah, atmen wir auf. Das heißt von jetzt an, wer gegen uns schlecht redet, was man ja ständig tut, der macht sich zum Straftäter, der kommt dann da ins Exil, oder? Aber denkste, in der Praxis ist es immer das Gegenteil. Ich möchte euch mal etwas sagen, was ihr beobachten könnt. Glaubt auch mir kein Wort, aber prüft die Dinge, die ich sage, wie bei jedem Referenten. Prüft alles, was sie sagen. Macht mal den Test, schaut, ob es sich so verhält. Ja? Tatsache, wie ich das Leben erfahre, und ich bin doch mittlerweile 57 geworden schon, also ich habe schon einige Jahre auf dem Kasten, ich weiß ein bisschen, wie das Leben läuft. Vom Prinzip her ist
In allen Bereichen, soweit kann ich sagen, in allen Bereichen, wo behauptet wird, etwas in Schutz zu nehmen, überall stecken Leute drin, die genau das Gegenteil machen. Ja? Also ich sage mal einige Beispiele. Also wenn man jetzt kommt und sagt, man schützt die Redefreiheit, ist es, um in Tat und Wahrheit durchzusetzen, die Dinge zu reden, die man selber redet, die EU reden haben möchte. Alles andere wird genauso verholzt oder noch schlimmer wie vorher. Die Toleranz besteht einzig darin, dass man sie akzeptiert mit dem, was sie bringen, und das hast du zu fressen und sonst geht's dir schlecht. Verstehst du das? Aber ich möchte hier einen kleinen Abschweifer noch machen, bevor ich weiter darauf eingehe. Wenn es heißt, die EU sagt, habt ihr das auch schon mal gehört, diese Sprechweise, die EU sagt? Wer hat das schon mal gehört? Ist doch eigentlich etwas Eigenartiges. Ja? Heißt es auch zum Beispiel, die AZK sagt? Habt ihr das schon mal gehört, diesen Ausdruck? Die AZK sagt, habe ich noch nie gehört. Habt ihr schon mal gehört, die OCG sagt? Habe ich noch nie gehört. Habt ihr schon gehört, die AGB, das sind alles meine Gründungen, oder? Die AGB sagt, habt ihr das schon mal gehört? Nie gehört. Habt ihr schon mal gehört, Panorama Film sagt? Wisst ihr, was ich immer lese in der Zeitung? Die AZK unter Ivo Sasek, oder? Sagt. Oder Ivo Sasek sagt, oder? Der OCG, der Chef ist Ivo Sasek, heißt es immer. AGB, der Chef ist Ivo Sasek. S&G, der Ivo Sasek sagt. Seht ihr den Unterschied? Hier heißt einfach, die EU sagt. Und ich sage dir mal was. Warum fragt eigentlich keiner von euch, wer die EU ist? Wer steckt da genau dahinter? Erstens, wer hat die gewählt? Wer hat die da reingesetzt? Wer ist der Kopf der EU? Seht ihr, ich kann nichts tun. Ich kann nicht irgendetwas tun, wo nicht irgendeine mediale Stelle schreit, wer steckt dahinter? Die wollen immer wissen, wer der Kopf ist. Und ich sage dir, die EU hat einen Kopf. Einen. Es mag ein Kopf von 7 anderen Köpfen sein weltweit, wenn wir noch die neue Weltordnung dazu nehmen. Das ist ja ziemlich ein strukturiertes Ding, oder? Europa ist ja nur ein Fächer von dem Ganzen, oder? 7 Köpfe wirst du ungefähr zählen, wenn du mal schaust, was da hinten läuft. Die neue Weltordnung und so weiter. Ich möchte nicht zu nah darauf eingehen. Überall ist ein Kopf dahinter. Einer. Uno. Oder nimm, was du willst. Die EU hat einen Kopf. Fragen wir doch mal, wer das ist. Den möchte ich mal unzensiert kennenlernen. Der führt nämlich ziemlich viele Dinge im Schild, die dem Volk gar nicht gefallen und gar nicht passen. Seht ihr? Aber eines ist sicher. Unsere Praxis lehrt uns, dass die Dinge, wie sie kommen, wie sie sich zeigen, in ganz vielen Fällen, um jetzt nicht allzu sehr zu verallgemeinern, in sehr vielen Fällen ist es nur ein Deckmantel des baren Gegenteils. Kürzlich, diese Tage in der Zeitung, kannst du bei uns lesen, wer ist jetzt in diesen Sexskandal, in diese unsittlichen Geschäfte verstrickt hier in der Schweiz? Wer war es? Die Sittenpolizei, nicht einfach die Polizei, sondern die Sittenpolizei, ja? Sie ist darin verstrickt. Kannst du jetzt in allen Zeitungen gerade hören? Zuerst waren es nur 5, oder? Und dann heißt es, oh, wir müssen nach oben korrigieren, es sind 11. Insgesamt sind es, weiß ich nicht, 17 oder 21 Leute, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Sie sind in unsittliche, unmoralische Deals verstrickt. Ist doch interessant, nicht? Aber es ist nur allzu typisch für den, der das Leben ein bisschen kennt, oder? Wenn sich einer so richtig an die Kinder ranmachen will, das nennt man die Pädophilen, oder? Dann macht er am besten Kinderschutz auf, oder? Dann geht er als Experte für Kinderschutz und nimmt die Kinder in Schutz, oder? Dann sagt er, wir müssen vorbeugend die Kinder aufklären über sexuelle Vielfalt, ja? Und dann gehst du dem an die Eier, verstehst du? Das ist der Punkt. Ja, das machen sie, machen viele. Ich sage nicht, dass das alle machen. Die haben natürlich, wie alle Organisationen das haben, unten ganz an der Ebene, wo gearbeitet wird, sind die harmlosen Lehrer, sind die nicht eingeweihten, sind die, die das für gut finden? Die sagen, ja, unbedingt, diese lieben armen Kinder, die müssen geschützt werden. Und die merken gar nicht, wie das stufenweise dahin geht, dass diese Pädophilie Einzug nimmt. Weil wir nun aber die Leute kennen und Hintergrundinformationen besitzen, kann ich dir sagen, ein ganzes Heer von Pädophilen macht sich gerade über die Kinder her jetzt. Ja. Und das musst du wissen, die kommen im Namen des Kinderschutzes. Ja. Strahlenschutz. Wenn du die Strahlenschutzkommission und all das mal untersuchst, dann siehst du, wen die schützen die Strahlung. Aber nicht die Bestrahlten. Ja, schau es an, schau es an, oder? Im Endeffekt ist es so. Ich kann dir nicht sagen, mit wie vielen Rechtsanwälten
ich zu tun bekommen habe, von denen ich nur sagen kann, die sind hochkriminell. Kriminelle Vereinigungen im Namen des Rechts. Die größten Rechtsbrecher, die du dir denken kannst. Und die arbeiten mit ganzen Konzernen zusammen, die nichts als Rechtsbruch machen, die politisch alles steuern mit ihren Finanzen. Ja? Und wenn du irgendwo dagegen steuerst, hast du die Hölle los, dann hast du die besten Rechtsanwälte, so genannt, oder? Die stärksten Pferde werden hier ins Rennen geschickt, dann stehst du richtig klein da mit diesen Problemen. Ich kann dir reihenweise Pfarrer, Prediger, Missionare aufzeigen, die in Geheimlogen sitzen. Ja? Satanische Geheimlogen, wenn du die Logen untersuchst, sagen die im Endeffekt, der Teufel ist Gott der Erde. Nun, sie dienen ihm. Sie sagen, weil der Teufel hier unten unser Gott ist, dienen wir ihm, aber dem Volk verkaufen wir das anders, oder? Da hängen wir noch irgendeine andere Person davor. Die einen hängen eine Maria davor, die anderen machen dies, die anderen machen das, verstehst du? Aber wenn du die Dinge kennst vom Grund auf, dann siehst du, im Namen der Heiligkeit kommen die baren Teufel daher, die sogar den Satan anbeten und ihm Opfer bringen. Über diese Dinge möchten wir heute gar nicht reden. Ich möchte nur zeigen, Deckmäntel, das sind die Zensuren, die wir zu durchbrechen haben. Wenn da immer wieder im Namen der Freiheit, der Aufklärung und was weiß ich was, so scheinbar Gerechte daherkommen, auch im Kleid der Demokratie, lernt alles zu hinterfragen. Ja? Gesundes Misstrauen möchte ich fordern. Ich meine nicht, hab zu jedem schlussendlich immer eine Hinterfragung. Du spürst doch in deinem Herzen, wenn einer was gut meint mit dir, nicht? Das merkt doch jedes Kind, ja? Auf der Straße willst du ein Eis, oh Mama, das kam so komisch rüber, oder? Sag ich, ja, hast du Glück gehabt. Das war der und der. Der hätte dir mehr als ein Eis spendiert, oder? Ja. Jedes Kind merkt doch, ob es gut gemeint ist, aber man muss ein bisschen aufs Herz hören lernen, siehst du? Und das ist das Problem. Die Demokratie ist ein Deckmantel für die neue Weltordnung, verstehst du? Das ist das große Schlagwort. Es ist einfach Diktatur, nichts anderes, ja? Diktatur im Namen der Demokratie. Ja? Man macht dir vor, dass du mitreden kannst, aber in der Praxis wird dein Wort abgewürgt, wie meine vielen Gegendarstellungen, die ich den Medien zuwidergehalten habe. Im Namen des Rechts, ich sagte, ich habe ordnerweise Gegendarstellungen von Verleumdungen, die sie über uns geschrieben haben. Nicht eine einzige ist veröffentlicht worden. Nicht eine. Ich kann dir das ordnerweise beweisen. Das ist unsere Diktatur, so Demokratie. So funktioniert sie, oder? Es ist alles dasselbe, oder? Antirassismus. Man muss Antirassismus, verstehst du, das klingt so edel. Man schaut für die Andersfarbigen, ja? Dass die nicht diskriminiert werden, aber dahinter steckt nur etwas. Es ist der Deckmantel für die Völkervermischung, für die Entnationalisierung. Gar nichts Minderes. Ja? Es darf keine Nationen mehr geben, wenn du eine Welt mit einem Kopf, eben überall ist ein Kopf dahinter, wenn du eine Welt mit einem Kopf regieren willst, dann darfst du nicht mehr zwei, drei Nationen noch Sonderlinge haben. Kein kleines gallisches Dorf mehr im römischen Imperium heißt das, oder? Aber ich sag dir, ich bin ein Gallier. Ein Schweizer Gallier. Hier könnte ich stundenlang aufzählen, ja, religiöse Toleranz, Deckmantel für die Einweltsreligion, ja. Es muss das durchgesetzt werden, was die eine Welt vereinigt, und gegen die darf man dann nicht mehr intolerant sein, die wird dann durchgezwungen. Darauf läuft es ab, ja. Alles, was sie wollen, eben was die EU will, ich sage, was der Kopf der EU will und was der Kopf der neuen Weltordnung will, was der will, das hast du zu schlucken. Auf das läuft alles hinaus, und das andere sind Maschen, um uns einzufangen, um uns einzulullen, damit das Volk gar nicht merkt, was hinten für ein Netz gesponnen wird. Und wir sind hier, um dem entgegenzuwirken. Das sind alles Formen der Zensur, wo du deine Meinung nicht mehr sagen kannst. Wir haben jetzt gesehen, wohin das führt, wo du Ulf Kotte sagte es führt in Kürze in diese EU-Konzentrationslager, wo du umerzogen wirst, nach dem zu glauben, was dir vorgesetzt wird. Du hast keine eigene Meinung mehr zu haben, du hast nach dem zu spuren, was es ist. Aber wir möchten lernen, miteinander festzustellen, wie ein Baum ist. Es gibt so ein bekanntes Sprichwort, jeder Baum ist gut oder schlecht, dass du erkennst den Baum an seiner Frucht. Hat eine gute Frucht, ein feiner Apfel zum Beispiel, kannst du sagen, der Baum ist gut.
nennt er sich Apfelbaum, aber du reißt dir die Hände wund, wenn du an ihn kommst, weil es Dornen sind. Na, das ist kein Apfelbaum. So einfach ist die Geschichte. Ja? Du erkennst an der Frucht, ob ein Baum gut ist. Und jetzt möchte ich einfach mal schauen, ob wir hier ein bisschen Einigkeit haben untereinander. Und ich sage, ist die human getarnte Kriegsführung, wie sie immer moderner wird in dieser Welt. Wer eine human getarnte Kriegsführung, eine Angriffskriegsführung unterstützt, ist das ein Freund oder ein Feind der Menschen? Ist es eine gute oder böse Frucht? Da sind wir uns einig. Man macht keine Vorwände und sagt, wir wollen diesen armen Menschen da unten helfen. Wir kommen mit unseren Gewehren, mit unseren Flugzeugen, wir zwingen die, oder? Und dabei geht es nur ums Öl da unten und so weiter. Ja? Verstehst du, das ist einfach böse. Oder? Sind das gute oder schlechte Früchte, wenn Menschen daherkommen, die Drogenfreigabe fördern? Hier könnte man jetzt verschiedener Meinung sein, weißt du? Wir haben hier im Staat verordnet die Drogenfreigabe, weißt du? Und ich sage dir einfach mal was, ich möchte das repräsentativ sagen für so tausend andere Gebiete, die ähnlich funktionieren, wenn du sagst, gute oder schlechte Frucht. Es gibt diese Scheidepunkte, wo ein Volk verunsichert wird. Warum verunsichert? Weil die Führer sagen, jetzt reden wir kurz über Führer, weil die Führer sagen, hör zu, das mit den Drogensüchtigen, denen muss man das nur geben, dann ist es nicht mehr verboten und dann wird es besser. Oder dann sagen sie auf der anderen Seite, weißt du, wir haben die Erfahrung gemacht, man kann die gar nicht rehabilitieren, damit sie dir nicht das Haus ausrauben, ist es besser, wir legalisieren die Drogen, das kommt weniger teuer, dann bauen die Drogenfelder an, du musst wissen, das sind Staatswesen, die Drogen handeln, die das anbauen, ja. Was sonst noch läuft, lassen wir jetzt gerade mal, damit wir das Thema nicht verlieren. Oder? Aber das Volk, wie will das Volk unterscheiden, was hier geredet wird? Ja, wenn es heißt, man kann die eh nicht therapieren, also geben wir ihnen besser die Drogen, dann brechen sie nicht ein, dann halten wir ein besseres Gleichgewicht. Ja. Und ich sage, das ist eine böse Geschichte. Und jetzt mögen hier drin Menschen sein, die sagen, hör auf sagen, das ist böse, das ist gut. Aber ich sage, es ist böse, weißt du warum? Und hier ist der Punkt für mich, hier setzt es an. Der Punkt ist, die Leute, die sagen, es ist nicht böse, die sagen das nur, weil sie nie sich mit dem Drogenproblem wirklich auseinandergesetzt haben. Ja? Ich sage dir mal eins, ich hab 15 Jahre lang Drogenarbeit gemacht. Ich habe gesagt, bevor ich auf die Menschen losgehe, bevor ich Menschen sage, wie man das Leben gestaltet, möchte ich mit den schwierigsten Menschen auf diesem Erdboden, das waren für mich damals die Drogensüchtigen, die Alkoholiker, die psychisch Leidenden jeder Art, alles, was irgendwie nicht mehr konnte, was asozial war. Ich habe gesagt, ich werde mit denen so lange mein Leben teilen, ich werde sie unentgeltlich bei mir aufnehmen, wie ein Vater seine Kinder. Ich werde sie pflegen, ich werde sie ernähren, ohne etwas zu verlangen und werde ihre Probleme an der Basis kennenlernen, bis ich weiß, was ein Drogensüchtiger ist. Verstehst du? Und das ging 15 Jahre und ich habe die Hölle durchgemacht. Und dasselbe mit den psychisch Kranken, dasselbe mit den Medikamentkranken und so weiter, mit jeder Gattung, Alkoholiker und so weiter. Und eines kann ich dir sagen, es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Aber wir haben den Weg gefunden, wie man diesen Menschen helfen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die reinkamen und von der ersten Stunde an frei waren. Wir haben das herausgefunden, wie das geht. Ja? Drogensüchtige, 15 Jahre an der Nadel, nur noch schwarze Zähne, über Nacht frei. Über Nacht ging ein neues Leben los. Und dann haben wir die durchgebuttert, oder? Wir haben die rehabilitiert. Weißt du, was geschehen ist? Da ist uns der Staat in den Rücken gefallen. Wir haben das gratis gemacht. Die 500.000, die man uns offerierte am Anfang, um das Reha-Zentrum zu eröffnen, wir als Christen, oder? Haben wir abgelehnt, haben gesagt, wir nehmen keine Unterstützung des Staates, wir machen das aus eigener Tasche, aus lauter Idealismus, ja, weil wir sind Christen. Das darf ich euch verraten. Das ist ja das, was in allen Zeitungen steht, da stehe ich dazu. Ja. Okay, wir haben das rehabilitiert, jetzt kommen die Politiker, jetzt kommen die und sagen, das muss anders gehen. Dann haben die alle Reha-Betriebe abgewürgt, zensiert, kannst du sagen, weggeschafft. Sogar unsere Leute bekamen Auflage, nachdem wir, weiß nicht, wie viele Menschen rehabilitiert haben,
Wir haben hunderte von Menschen, haben wir durch unseren Lauf hindurch geschleust. Ja? Plötzlich kommen sie und sagen, du musst sonst so viele Psychologen haben, die so ticken wie wir, sonst darfst du die gar nicht mehr im Haus wohnen lassen. Dann habe ich ihnen gesagt, wir werden jetzt beweisen, wir werden in 3 Tagen dasselbe machen, was wir früher in 3 Jahren machten. Und das machen wir. Ja? Also wir können auf hunderte von Menschen schauen, die in 3 Tagen diesen Wechsel erfahren haben und unentgeltlich rehabilitiert werden. Aber nein, die Politiker kommen und sagen, man kann die nicht rehabilitieren. Und wenn wir sagen, na, wir können es und wir haben es bewiesen und das erst noch ohne Geld, dann sagen wir, es geht trotzdem nicht, oder? Seht ihr, was das Problem ist? Jetzt steht in den Medien einer der jüngsten Vorwürfe, Sasek wird politisch, oder? Jetzt wird, Sasek geht Richtung Politik, heißt es jetzt, oder? Und da sage ich, kann sein, ich war früher mal Feind der Politik, ja, weil ich dachte, auf dem frommen Weg geht das, oder? Man muss die Leute lieben, dann klappt die Welt, oder? Es stimmt, ich werde politisch, aber jetzt will ich dir was sagen. Nach 35 Jahren werde ich politisch. Weißt du, was das heißt? Das heißt für mich, ich habe 35 Jahre lang die Grundlagen so studiert, bis ich das Leben kennengelernt habe, wie es ist, die Auswege kennengelernt habe, gefunden habe, wie sie sind. Und dann erst gehe ich aufs Volk los. Dann erst sage ich den Menschen, was sie zu tun haben. Und seht ihr, mit wem kollidiere ich? Ich kollidiere mit lauter Menschen, die das zensieren, was ich geleistet habe. Die zensieren das. Warum? Weil sie nie diesen Weg der Grundlage gegangen sind. Verstehst du? Wir haben weltweit das eine große Problem, die politische, die Elite, die uns führt, die haben diese Grundlagenarbeiten nie gemacht. Sie haben nie mit Drogensüchtigen zusammengelebt, um es wirklich an der Basis kennenzulernen. All die anderen Dinge kannst du in gleicher Weise anfügen. Sie lehren vom grünen Tisch aus. Sie sind wie Tischler, die eine Küche herstellen nach ihrer eigenen Fantasie. Und wenn dann die Hausfrau reinsteht, sagt sie, Mensch, was war das für ein Typ, oder? Muss ich da unten ziehen? Jedes Mal, wenn ich eine Gabel will, muss ich die da unten holen. Verstehst du? Die kommen nicht aus der Praxis. Sie bringen lauter Theorien. Sie sind wie eine Raumfahrtsgesellschaft, die irgendwelche bemannten Raumflüge macht und einfach mal Menschen hochschießt, obwohl sie noch nie die Grundlagenarbeit gemacht haben, was da oben so läuft. Versteht ihr? So arbeiten die Politiker mit uns, oder? Vom grünen Tisch nennt man das, ohne wesentliche Grundlagenerfahrung, ohne ausreichende Grundlagenerfahrung. Wenn es dann nicht klappt, nennen sie sich einfach Experten, oder? Dann haben sie wieder das Wort über dir, oder? Und ich sage, der ist ein Experte, dessen Baum gute Frucht bringt. Ja? Oh. Ich habe meinen Referenten gesagt, ich will ein Vorbild sein in der Länge des Vortrages. Keine Ahnung, wie lange ich schon rede. Halbe Stunde? Noch nicht? Also ein bisschen gebt ihr mir auch Zeit, oder? Gut, also ich versuche schon durchzukommen. Aber mir sind diese Grundlagen wichtig, weil wir müssen uns fragen, wer hat eigentlich Interesse an Zensur? Das war eine der großen Antworten. Menschen, die keine Grundlagen haben, die irgendwelche Dinge, bei ihnen geht die Rechnung nicht mehr auf und dann kommst du mit, ich sage jetzt mal, mit anderen Feststellungen, mit anderen Testergebnissen, um nicht dieses verpönte Wort Wahrheit zu nennen, oder? Jetzt kommst du mit deiner Forschung, jetzt kommst du mit deinem besseren Resultat und sie haben schlechtere Resultate. Du hast die gute Frucht, sie haben die schlechte Frucht. Jetzt sagen sie, auch wenn meine piekt, sie ist dennoch besser, oder? Also wird zensiert. Ich möchte darauf hinarbeiten, dass ein Volk erwächst, das wieder sagt, ich beiß mir in die Frucht rein und beurteile selber, schmeckt die süß oder bitter. Ja? Und wenn ich einen Mensch sehe, ja, wenn ich einen Mensch sehe, der anderen hilft, werden die jetzt gesund von Krankheiten, werden die gelöst von Depressionen, werden die irgendwie wohin gebracht, dann sage ich, wenn der das so macht, der ist nicht ein Gauner, der nur Geschäfte im Sinn hat, dann ist das für mich ein guter Baum, eine gute Frucht, die möchte ich essen, oder? Aber wenn einer daherkommt, der mir die ganze Zeit sagt, was ich zu tun habe, obwohl es schlecht ist, ich merke, es ist bitter, ja, es ist bitter. Immer diese Kosten für diese Drogen zu bezahlen, damit diese Menschen nie den Weg der Heilung antreten müssen, der Befreiung. Weil da irgendeiner quasselt, das geht nicht. Und ich beweise, es geht und man schweigt mich tot. Wir müssen diese Menschen aufdecken.
Wir müssen sie schlagen mit dem Wort unseres Mundes. Wir müssen Zeugnis geben darüber, was geschieht und was nicht geschieht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir müssen miteinander lernen zu unterscheiden, was ist gute Frucht, was ist schlechte Frucht. Wenn einer kommt und neue Technologien vereitelt, ist das eine gute Frucht. Technologien, die besser sind, als was wir haben und erst noch kostengünstig bis gratis, ist das eine schlechte Frucht. Wollt ihr das? Will doch kein Mensch, dass jemand Technologien verhindert, ja? Wenn jemand neue medizinische Einsichten bringt, die einfach funktionieren, und es kommt einer und sagt, das darfst du nicht, wollen wir das? Ich will es nicht, weil ich bin interessiert, dass die Leute gesund werden. Ich lebe nicht von ihrer Krankheit. Darum habe ich immer die Drogensüchtigen und alle Kranken, ich habe sie immer unentgeltlich bedient. Sie waren 3 bis 7, der Rekord war 7 Jahre. Rauchen ein bisschen länger, das war am Anfang noch, oder? Dann haben wir 7 Jahre durchgefüttert, auf eigene Kosten, ja. Haben nie eine Rechnung bis heute verlangt, nichts, gar nichts. Und so haben wir es gehalten. Und darum wurden sie gesund, weil wir waren nicht interessiert an ihrer Krankheit. Solange ich verdient hätte an ihrer Krankheit, das habe ich im ersten Monat, sonst hätte ich mein erstes Haus nicht erwerben können. Die Bank wollte sicher einkünftig, sagte, das ist es, oder? Da kommt Geld rein, oder? Und ich wusste nach 2 Monaten schon, ich werde denen nie die Wirklichkeit ins Gesicht sagen können, ohne dass die mir weglaufen. Und dann gehen 2.000, 3.000 oder 4.000, 5.000 jeden Monat mit raus mit jeder Person. Also habe ich gesagt, du darfst nicht an den Kranken verdienen, sonst machst du die nie gesund. Sonst sagst du, ja, nur, wenn der nur hier ist, solange der hier ist, verdiene ich meine 5.000 pro Kopf oder 10.000. Heute sind es ja für eine alte Person schon 10.000, wo du nichts leisten musst im Vergleich, oder? Und so geht das, verstehst du? Solange du verdienst an Menschen, an Nachteile von Menschen, kann ich dir versichern, es kommt nicht gut. Wir müssen diese Politiker entlarven, die Geschäfte machen mit der Gesundheit, die Geschäfte machen mit Nachteilen, die uns treffen. Wenn Politiker dagegen steuern, dass gesunde, autarke Familien existieren, die muss man aufdecken. Das ist eine schlechte Frucht. Wir brauchen gute, gesunde Familien, weil die Familie ist der Kern der Gesellschaft, die Zelle der Gesellschaft, ja. Und wenn Leute unsere Nahrung kontrollieren und diese Dinge, man muss sie aufdecken, weil sie die Macht bekommen, die Menschheit mit ihren mit ihren genpatentierten Esswaren in Schach zu halten. Hier könnte man stundenlang nur aufzählen. Aber ich möchte jetzt einen kleinen Trick machen, damit ich nicht zu lang werde. Ich möchte bitten, dass eine Gruppe auf die Bühne kommt. Kommt doch bitte nach vorn. Ich möchte auch sagen, ich möchte euch gute Früchte präsentieren. Hallo. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Helena. Sie ist für mich eine Frucht, man kann sie gar nicht beschreiben. Das ist ihr Ehemann. Hallo. Das sind einfach nur wunderbare Leute hier. Gut, es soll noch gelten für den Rest. Ich möchte euch einfach wissen lassen, welche Frucht bei uns erwächst. Sag's mal so, oder? Ich möchte das, was die Medien sagen, einfach widerlegen, oder wie soll ich sagen, ich möchte ihm widersprechen, besser so, ich möchte ihm widersprechen mit den Früchten. Alles, was du heute hier siehst, was du hier erlebst, sage ich, das ist der Baum, von dem du heute essen kannst. Sei es, was du heute siehst oder hörst, und das ist meine Frucht, von der ich eigentlich täglich essen darf. Und wenn in der Zeitung dann steht, auf der einen Seite heißt es Toleranz, Zwang, man muss religiöse Toleranz haben, dann heißt es doch über dem Sasek, das ist ein Sektierer, pass auf vor ihm. Alles ist Sekte, oder? Hier unten sind die Polizsekte, die Wissenschaftssekte, die Wirtschaftssekte und ich bin die religiöse Sekte. Ich sage, hört auf, diese Titel, diese Zensuren, das sind alles Zensuren. Hört auf sie einzugehen. Hört einfach mal hin. Ja? Und ich möchte sagen, was ist eigentlich schlecht daran, an einer Sekte, wenn wir mal bei dem Thema sind, was ist eigentlich schlecht daran, wenn eine Sekte, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich als Sektierer einfach mal 35 Jahre meines Lebens unentgeltlich gearbeitet habe, um dir zu dienen, um jedem Schwachen zu dienen, den ich irgendwo finde, um den auf die Beine zu kriegen. Ist das gut oder schlecht?
Gut. Ja. Was ist schlecht daran, wenn ich Familien repariere, dass sie wieder harmonisch zusammenleben und all diese Dinge? Ja? Ist das schlecht? Gut. Ist gut, oder? Ja. Siehst du, so könnte ich jetzt einfach stundenlang aufzählen. Ich sag dir, ich mag Sektiere genannt werden, wir mögen als Sekte gelten, aber das sind jetzt meine Früchte. Was sie singt in diesem Lied, das ist das, was ich im Herzen habe für jeden Einzelnen hier drin und für die ganze Welt. Ja. Kürzlich, also gerade jetzt muss ich noch einflechten, will mich einer als Terror, künftigen Terrorchef hinstellen. Ist natürlich wieder so ein religiöser Furz, oder? Ja, man kann die nachher nicht anders nennen. Ich verstehe Martin Luther immer besser, der hat immer wieder solche Ausdrücke verwandt. Ein Religiöser, halt so ein Pastor wieder, oder? Der befürchtet, man muss Ivo Sasek genau im Auge behalten, weil er tendiert dahin, dass er zum religiösen Terroristen wird, ja? Dass er eine Wahrheit den anderen aufzwingen möchte. Und ich sag, weißt du was? Du kannst heute mit jedem mitgehen, der dir hier gefällt. Jeder Referent ist für dich da. Du schließt dich ihm an. Ich möchte nur, dass du was tust für diese Welt. Du musst nicht zu mir kommen. Ich werde dir meine Früchte präsentieren. Die Referenten werden ihre Früchte zu erkennen geben. Geh mit dem, den du unterstützen möchtest. Aber unterstütze einen. Unterstütze einen. Das war mit deiner ganzen Kraft. Ja? Und ich sag, wer mir folgt, ich kann dir nur sagen, seit insgesamt 36 Jahren bin ich Tag und Nacht auf meinen Knien, um Menschen zu segnen, bringe meine Nächte oft zu, in Vorbereitungen zu überlegen, wie kann ich den Menschen dienen, wie kann ich zu ihnen sprechen, dass es ihnen nachher besser geht. Ich kenne Zehntausende von Leidensstunden für fremdeste Menschen. Ich habe meine Gesundheit dafür geopfert, meinen Ruf, meinen Beruf, alles, was es irgend gibt. Ja? Aber ich tue es aus der Gesinnung, wie es jetzt in diesem Lied kommt. Ich sehe in den Menschen wie kleine Kindlein. Ja? Und dann kannst du sagen, Sekte, gefährliche religiöse Sekte. Ich sage, ist es gefährlich, wenn ich wie eine Mutter meine Kindlein liebe und besorgt bin, dass ich jedes Einzelne hochkriege, jedes Einzelne irgendwie gesund kriege, irgendwie hochkriege, irgendwie kümmere ich mich um sie wie ein Vater um ihre Kinder. Ist das schlecht? Ich schaue in jedem einzelnen Menschen mich selber im Sinne, wir sind ein Ganzes. Ich höre auf jeden Referenten, er ist ein Teil eines Ganzen. Er ist für mich wie die Stimme Gottes. Und ich sage mir, Gott ist in jedem einzelnen Menschen. Kommt der Prediger, aber nein, er ist nur den Christen. Dann kommt der Jude und sagt, nein, er ist nur bei den Juden, oder? Dann sage ich, komm, verschwindet. Gebabbel hier, links und rechts. In jedem einzelnen Menschen wohnt Gott. Ja, sag mir wieder, ich sei ein Antisemit nachher, weil ich das gesagt habe. Aber dann vergiss nicht zu erwähnen, dass ich auch ein Antichrist bin. Ja. Aber ich sagte, ich bin ein Christ. Und ein richtiger Christ versteht es so. Jeder Mensch hier in diesem Saal, Gott wohnt in ihm drin. Ja. Nicht jeder kriegt so gleich hin, ihn so freizulassen in sich, wie ich das gerne möchte. Und darum arbeiten wir ja. Das ist ja dann eben der christliche Dienst. Ja. Aber jeder Referent, der hier ist, wenn er Wahrheit spricht, wenn er Wirklichkeit spricht, spricht Gott durch ihn, sage ich dir. Ja? Verstehst du das? Und weil ein Mensch allein nie die ganze Welt regieren kann, nie. Ein EU-Kopf will alles regieren, dann sage ich nein. Ich möchte, dass ein großer, universaler Gott, ein Geist, der alles umfasst, in dem wir geschaffen sind, ich möchte, dass der uns leitet und der in allen, der eine in allen, nicht alle für einen EU-Kopf oder einen Neuweltordnungskopf, sondern ein Kopf, der in jedem einzelnen Menschen seine Weisheit verteilt. Und ich weiß, dieser eine Kopf, der die Welt regiert, der kann sich's leisten, heute durch mein kleines Kind zu reden, morgen durch den Professor, der nachher gleich zu uns sprechen wird. Er kann sich's leisten, durch irgendeinen hier drin zu sprechen. Und wenn ich nicht ganz Ohr bin, habe ich ihn verpasst. Verstehst du? Das ist wahres Christentum. Ob der sich jetzt Buddhist oder Moslem nennt oder nimm was du willst, wenn Gott spricht, spricht er durch wen er will. Verstehst du? Der sagt nicht, du bist ein Moslem, durch dich rede ich nicht, oder? Der spricht durch einfache Bauarbeiter und dann wieder durch Professoren, dann spricht er durch wen er will, durch Frauen oder Männer oder Kinder. Der kann sogar durch Hunde sprechen, wenn es sein muss. Ja. Bileam hat durch einen Esel geredet. Aber was ich jetzt nicht so lange rede, hört, was ich mitgebracht habe, das ist unsere Gesinnung. Und der kann man zugeneigt sein oder nicht. Bitte singt das Lied von der Liebe der Mutter. Thank you.
von deiner Liebe, umgeben von Begeisterung, Herzen von dir getrieben, geben alles, bleiben jung. Hast mich hineingenommen ins Meer der Symphonie. Vielen Dank. Wenn das nicht eine süße Frucht ist, habe ich recht? Wenn das was Schlechtes ist, ich sage, es ist nichts Schlechtes, wenn ich die Menschheit als einen Organismus betrachte, von dem ich gerade mal eine Zelle bin. Weil dann schaue ich für jeden Einzelnen. Und ich glaube, jeder einzelne Referent, der jetzt heute hier ist, hat dasselbe vom Wesen her auf dem Herzen. Er bringt seinen Teil für eine Gesamtheit, weil er das Bewusstsein hat, dass es das braucht für das Gesamte. Der Grund, warum wir hier so viele schlechte Titel haben, ist, weil wir alle reden lassen, die das Gute für das Gesamte suchen. Weil eben, was halt den anderen Interessen quer geht, sei das der Wirtschaft oder der Medizin oder irgendwas, irgendwelchen Machtansprüchen quer kommt, die bekämpfen halt das mit Gewalt.
Seht ihr? Das sind aber ihre Waffen. Ihre Waffen sind Gewalt, sind Zwangsmaßnahmen, sind Gesetze und Maschinengewehre und Gefängnisse. Wir haben dann gewonnen, wenn wir die Herzen gewinnen können. Elena hat mein Herz gewonnen. Ich lebe nur mit solchen Menschen zusammen, die mich im Herz gewonnen haben und die ich im Herzen gewinnen kann. Ich werde nie einen Menschen zwingen, versteht ihr? Das machen die Sektierer da draußen. Ja? Die uns immer Sektierer nennen, die machen das, weil sie sehen sich im Spiegel. Das ist der ganze Trick, der ganze Mechanismus. Wir haben dann gewonnen, wenn wir eure Herzen gewinnen können. Und die AZK ist dazu da, dass wir eine Allianz bilden, eine Koalition bilden, wo lauter Menschen sind, die Herzen gewinnen. Und wenn wir eure Herzen nicht gewonnen haben, nützt es uns auch nicht, wenn wir Zwangsmaßnahmen ergreifen würden, weil dann haben wir euch ja trotzdem nicht. Wir wollen euch. Nicht das Eure, nicht irgendwas von euch, sondern euch selber. Und das können wir nur mit dem Wort tun, mit dem, was aus unserem Mund kommt, was ihr hört und annehmt, was in eure Herzen geht. Alles andere ist es nicht.